Nicole zieht sich an. Es ist früh am Morgen. Nicole steht auf. Noch im Pyjama geht Nicole spielen. Sie möchte den höchsten Turm der Welt bauen. Plötzlich ruft ihre Mama. Nicole, zieh dein Pyjama aus und zieh deine Kleider an. Nein, warum schon jetzt? Ich möchte doch den höchsten Turm der Welt bauen. Nicole, zieh deinen Pyjama aus und zieh deine Kleider an. Wir gehen in den Park. Ah, okay, wir gehen in den Park. Nicole zieht ihre Unterhose an. Das ist gar nicht so einfach. Sie muss auf einem Bein balancieren. Fast fällt sie um. Dann zieht Nicole ihren Pullover an. Sie streckt zuerst die Arme und zieht dann den Pullover nach unten. Jetzt ist auch der Kopf draußen. Ui, die Hose. Eieiei, das ist kompliziert. Plötzlich sind beide Füße in einem Hosenbein. Oh, 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 Nicole. Soll ich dir helfen? Komm, ich helfe dir. Ja, bitte. Zusammen ist es einfacher. Papa hilft Nicole, die Hosen anzuziehen. Zuerst den Fuß in das eine Hosenbein, dann den anderen Fuß in das andere Hosenbein. Danke, Papa. Danke, dass du mir geholfen hast. Die Socken anziehen, das kann Nicole alleine. Juhu, schau, ich habe alleine die Socken angezogen. Mama, kannst du mir bitte bei den Schuhen helfen? Mama hilft Nicole. Sie hilft, die Schuhe anzuziehen. Oh, jetzt meine Jacke! Nicole kann die Knöpfe alleine zumachen. Oh, ups! Macht nichts. Da hat sie wohl einen Knopf falsch zugeknüpft. Kein Problem, aber wo ist jetzt mein Sonnenhut? Wo ist denn mein Hut? Ah, hier! Mein Hut und mein Schal. Meinen Hut und meinen Schal habe ich. Oh, ich möchte meine Tasche und meine Spielsachen mitnehmen. Meine gelbe Tasche. Und meine Puppe und mein Hase. Juhu, wir gehen in den Park. Ich freue mich. Super, Nicole. Toll hast du dich angezogen.